So, Dalle. Ich weiß nicht, was der Vergangenheits-Sankura so getan hat, aber ich weiß, wir haben auf jeden Fall noch besondere Gegenstände im Inventar, die wir doch direkt mal hier bestimmen wollen. Und der Sanku bekommt ein Geist-Elixier, ne? Ja, Geist, bitte, bitte. Was haben wir denn hier Schönes? 4 Stufen in der Fähigkeit Bogen, Widerstand gegen Wassermagie. Brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Ja, die weißen Sachen kommen wieder schön zum Mietling. Und hier haben wir Geist und Widerstand. Oh, ja, also mehr Rüstung, Widerstand gegen alle Magie, Schulden bleibt gleich, aber plus 8 Geist nehmen wir mit. Da muss die Dunkelmagie leider ein bisschen warten. Da ist so und so die Celina nicht gerade die beste drin, ne? Und der Mietling sieht noch wunderbar aus. So, Shantiri Steinscherbe. Die können wir hier irgendwie wohl gebrauchen. Und wir gucken uns natürlich erstmal ein bisschen um. Ein Geheimnis war ja hier nicht, oder? Nee, aber wir hatten das letzte Mal Ghule hier. Ja, da könnten wir entlang laufen. Ja, frage ich mich auch. Jedes Mal auf ein neues. So, hier, Tür öffnen. Das sieht nicht einladend aus. Na, haben wir irgendwo einen Geist, der uns herzlich begrüßen möchte? Okay, hier geht's weiter. Aber hier haben wir schon gar nichts mehr, ne? Da hatten wir auch nichts, kein Schriftstück oder so. Gucken wir uns in Ruhe um. Ich weiß, wir sind hier wegen unserer Paladin-Aufgabe. Und die möchten wir selbstverständlich auch absolvieren. Oh ja. Hallo? Nein. Oh, das ist aber nicht nett. Schreckensgespenster. Ja, brennende Entschlossenheit. Arkane Abwendung. Ja, wir können uns und so nicht bewegen, deswegen zerschmettern. Na schön, wie sie schreit, die Jasna. Wenn sie mal krittet, angreifen. Kein Problem. Heilung. Und treffen wir sie jetzt dahinter? Nee, ne? Aber euch zum Beispiel. Blitz. Ja, sehr gut. Dann angreifen und angreifen. Autsch, der war. Oh, Celina. Celina, Celina, bitte mal ein bisschen Dunkelabwendung. Du bitte Fürsorge. Du ein Schild. Und du haust drauf. Jawohl. Müssten wir überleben. Und das machen wir auch. Blitz. Sehr gut. Sanko, hause um. Jawohl. Und zerschmettern. Heilung tickt noch. Fürsorge tickt auch. Säurespritzer. Ja, sehr schön. Läuft alles noch, ohne Probleme. Dann bitte einmal draufhauen, draufhauen. Nur umschlingen und Blitz. Alles klar, eine Runde haben wir noch. Deswegen blitzen und hau drauf. Ja, sehr schön, sehr schön. Wir haben sogar einen Zug frei, ne? Dann gehen wir mal einen nach vorne. Autsch. So, Brennentschlossenheit, ganz wichtig. Elite Schreckensgespenst, sehr schön. Hier zerschmettern, angreifen, Heilung. Kriegen wir hin. Angreifen, angreifen, Blitz. Sehr gut. Und hier schon mal Säure. Da müssen wir mal gucken. Vermindert den Rüstungswert, ja. Entfernt die Grund- und Nahkampf. Oh, auf Minimum vom 1. Was machen wir mit dir? Komm, Sanko. Ah, herrlich. Zerschmettern. Ja, umschlingen und Blitz. Schön. Schaffen wir. Angreifen, angreifen, umschlingen, Blitz. Gleich bist du hops. Sehr schön, sehr schön. Priesterliche Armschienen haben wir erhalten. Jetzt wollen wir aber erstmal eben kurz rasten. So, die Fackel ist nämlich auch kurz vor Hops und zumindest sie geht gleich aus. Und einmal bitte flüsternde Schatten. So, was haben wir denn hier Schönes? Eigentlich irgendwie wenig, ne? Da schreit doch keiner nach einem Geheimnis. Oh, wer bist du denn? Ah. Alles klar. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Auf jeden Fall heilen. Ja, heil zerschmettern. Oh, es ist auf jeden Fall ein Boss. Das ist interessant. Er ist untot.
Schmerzensreflexion. Reflektiert 20% aller Schadens auf den Angreifer. Oh, das ist schlimm. Na, klasse. Erzürnt hat er natürlich auch und jetzt hat er die Rüstung verringert. Okay, dann bitte einmal die Steinrüstung und Blitz. Oh, verdammt. Da müssen wir aufpassen. Heilung. Blitz. Müsste eigentlich helfen, oder? Himmlische Rüstung. Greif an. Ja, so funktioniert das. Dann bitte einmal Säure. Blitz. Rüstung. Hau drauf. Mhm, mhm. Hau mal drauf. Herausfordern. Ist er immun? Fürsorge. Blitz. Oh, er ist jetzt, glaube ich, verdammt sauer. Er hat Erneuerung. Ja, von wegen. Säuberung. Von wegen, mein ghoulischer Freund. Heilung. Angreifen, angreifen. Wow, die Jasna war ganz kurz bewusstlos. Aber nur ganz kurz. Okay, angreifen. Sehr schön. Wow, wo sind wir hier gelandet? Das ist ja... Ah, ein Schatz ist vergraben. Eine Zwergenrüstung. Schwere Rüstung. Sehr schön. Und eine Seidenrobe. Oh, 9 Rüstungswert. Erstaunlich gut. Darf man da auch so rein? Ja, dürfen wir. Herrlich, herrlich, herrlich. Trink mal Mana. Du noch nicht. Du auch noch nicht. Gucken wir uns natürlich erstmal kurz ein bisschen um. Wir haben aber sonst nichts hier, ne? Aber was für Bosse hier lauern. Ah, alles klar. Die öffnet eine Tür. Mhm. Ja, da haben wir Geister. What is that? Ja, wo denn, wo denn, wo denn? Bestimmt hier, ne? Ja, Celina, bitte. Und Celina hat es erneut geschafft. Eine Druckplatte. Damit ist etwas hier auf der linken Seite aufgegangen, wenn ich es richtig gehört habe. Oh. Pulsierende weiße Flüssigkeit, Jasna. Yes! Pulsierende gelbe Flüssigkeit, Jasna. Yes! So, hier haben wir nichts mehr. Sackgasse. Das heißt, es bleibt nur noch ein Weg übrig. Und er führt dahin mit Feinden. Mhm. I feel stronger. Hallo? Warum greifst du uns nicht an? Was ist das denn hier für ein schöner Schrein? Ich traue dem Braten nicht so. Ah, nicht so ganz. Okay, und jetzt kommt sie auch, ne? Okay, ich gehe mal einen Schritt zurück. Nanu, ist sie... Mit ihr ist, glaube ich, irgendwas nicht richtig. Verteidigen, verteidigen, Rüstung. Und, ja, komm. Brennende Entschlossenheit. Hallo! Zerschmettern. Angreifen, Säurespritzer, Blitz. Angreifen, angreifen. Angreifen. Ja, schöner Treffer. Fürsorge und Blitz. Jawohl, Jasna, kriegst du ihn? Nicht ganz. Sanko, helf aus. Sehr gut. Da ist das... Nee, wir nehmen... Nee, 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 nee. Hier. Zerschmettern. Angreifen, verfehlt. Sanko, verdammt nochmal. Säurespritzer. Widerstanden. Kettenblitz. So, auf ein neues. Säure. Jetzt ist es drauf. Angreifen, angreifen und blitzen. Boah. Wahnsinn. Okay. Oh, nein. Kein Mana. Wir können betäubt werden. Mana. Rüstung. Schreckensgespenst angreifen. Celina ist schwach und Vesna ist gelähmt. Mist. Jasna, hau mal drauf. Sanku, hau auch direkt mal drauf. Da ist so kurz vor Hops. Okay, du bist schwach. Das heißt, dass dein Macht- und Wahrnehmungswert sehr gering ist. Und du bist gelähmt. Kann mit Wasser oder Primärmagie aufgehoben werden. Mist. Aber brennende Entschlossenheit. Immerhin. Okay, okay. Blitzen. Sehr gut. Und Speerwerfer. Kann mit Erd- und Primärmagie. Nein, warum? Zerschmettern. Immerhin getroffen. Angreifen. Ah, so mistig sind die. Oh, Vesna, bitte werd wieder wach. Vesna ist gelähmt. Mit Wasser oder Primärmagie. Haben wir mit dir... Haben wir nicht, ne? Ne, keine Chance. Mach mal Wirbelsturm. Wirbelsturm ist schön.
Du trinkst bitte mal einen Trank, und zwar gegen Schwäche. Und du schützt die Gruppe. Alles klar. So, dich hier. Angreifen, angreifen. Und Mana. Ah, Sanku ist schwach. Blitzen. Jawohl. So, komm. Hau drauf. Und... Oh, wir brauchen schon wieder einen Trank, ne? Mist, verdammt hier. Die gute Vesna. So. Und da kommt schon der nächste. Wir haben keine Heilung, ne? Doch, haben wir. Aber erstmal heil Jasna. Schwäche oder Stun? Ne, komm. Ja! Auf das Schreckensgespenst. Achso, Sanku kann nicht blitzen. Jawohl. So. Nur noch der Schwerwerfer. Angreifen. 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 Drauf da. Alle. Mann. Wir können sie auch gar nicht mehr wiederholen, ne? Wenn die Vesna einmal gelähmt ist, ist sie gelähmt. Verdammt nochmal. Und sie hat jetzt die ganze gute Erfahrung nicht mitbekommen. Mal eben kurz. Genau. Rasten. Also da müssen wir unbedingt etwas unternehmen gegen. Und bitte einmal flüsternde Schatten. Ah, das ist... Also das ist schlecht. Da müssen wir ihr einen Schutz geben, vorgelähmt. So, zu dir kommen wir gleich. Du bist anscheinend ein NPC oder so, ne? Scheint mir so. Haben wir hier irgendwas Schönes? Da haben wir nichts. Da haben wir nichts. Oh, da hinten sehe ich ein Buch. Aber ich glaube, wenn wir das wieder aufheben... Ja, das ist etwas für die Jasna. Jasna hat's geschafft. Sehr schön. Nanu? Oh. Und es ist schon wieder eine Tür geöffnet worden, wo sie auch immer hinführen mag. Erstmal ein Buch. Der Drache von Katal. Ein beliebtes Volksmärchen. Mhm. Zeig mal her, was haben wir hier schön? Zusammengestellt von Umberto. Der gute Umberto. Ach, das ist wahrscheinlich wieder so ein Buch, was wir finden sollten, ne? Scheint mir, ehrlich gesagt, danach. Also das mit der Vesna, dass die betäubt wird, die die einzige ist, die den Zustand aufheben kann, ist fatal, ist das. Da brauchen wir unbedingt einen Ring oder ein Amulett. Sonst kann das nämlich ziemlich in die Hose gehen, wenn unser Heiler da betäubt ist. Ich weiß nämlich sonst nicht, wie wir sie rauskriegen sollten. So, jetzt aber mal zu dir. Ein Gespenst. Der Geist spricht zu euch in einer mysteriösen Sprache. Ihr versteht kein Wort davon, aber der Tonfall ist ganz eindeutig fragend. Stirb. Nee, stirb eigentlich nicht. Sie hat uns ja nicht angegriffen. Und was für ein schöner Geist auf dem Bild. Verzeiht, wir beherrschen die alte Sprache nicht, würde ich doch mal sagen. Sind wir doch mal nett. Mhm. Der Geist schwebt vor euch herum und begutachtet euch. Der Anflug eines traurigen Lächelns erscheint auf seinem Frauengesicht. Erscheint auf seinem Frauengesicht. Das ist auch gut. Der Geist hebt einen unstofflichen Arm. Okay, und zeigt auf einen Steinaltar in der Nähe, der hinter uns wahrscheinlich. Ein kreisförmiges Loch ist in eine Seite gemeißelt. Ihr begreift, dass etwas darin fehlt. Der Geist nickt bedächtig. Okay. Ein freundlicher Geist. Alles klar, sie macht die Musik. Okay, das heißt, hier fehlt etwas. Oder, nee, auf einem Altar? Haben wir irgendwas übersehen? Vielleicht hier? Hier ist ja die... Tür aufgegangen. Ein Durchbruch. Jasna. Jasna hat's geschafft. Sehr gut. Eine Truhe für uns mit richtig vielen schönen Sachen und noch mehr Gold. Sehr schön. Oh, was ist das denn? Öffnen. Ihr erhaltet blutbefleckte Seite. Findet Hinweise zu den vermissten Reliquien. 1 von 4. Beförderung zu Paladin. Oh, da haben wir uns, glaube ich, nicht genug umgeguckt. Kann das sein? Was machen wir mit... Was machen wir denn hier? Eine sehr alte Scheibe? Okay, kann ja nicht sein. Wo sind wir noch nicht gewesen? Nee, wir sind überall gewesen.
Hier muss irgendetwas sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wir sprechen die alte Sprache nicht und wir wissen, was wir tun sollen. Aber wir können nichts bis dato versuchen. Was können wir hier mitmachen? Möglicherweise die Reliquie. Ja, okay. Ja, das ist schön. Wir müssen mit irgendetwas interagieren können. Wir können sie nicht angreifen. Ich kann da aber auch nicht hin. Okay, Moment. So. Zeigt auf einem Steinaltar in der Nähe. Wo ein Loch wohl drinne ist. Ein Steinaltar. Das ist ja eine Statue, kein Altar. Ein Altar. Das hier wäre ein Altar. So etwas hier. Zumindest sowas in der Art. Aber in der Nähe. In der Nähe. Nee. Du nicht. Du auch nicht. Kann doch nicht sein. Das heißt, wir waren schon dort im Zimmer. Das müsste ja hier entweder links oder rechts sein. Wo haben wir hier ein Altar? Und wir müssen die Schriftstücke suchen. Das ist noch viel wichtiger. 1 von 4. Haben wir bestimmt irgendwas übersehen. Da können wir auf jeden Fall schon mal nicht entlang. Ein Altar. Ah, hier liegt wieder etwas. Jawohl, eine blutbefleckte Seite. Können wir die uns durchlesen? 1 von 4. Tatsache. Okay. Ich hoffe, wir dürfen alle lesen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Ein Altar. Verdammt, wir haben doch die Chantiri-Seite. Ich gehe nochmal eben auf die andere Seite. Nein, stirbt bitte nicht. Wir sind freundlich. Ich laufe wahrscheinlich die ganze Zeit dran vorbei. Ne? Ist schon ein bisschen peinlich. Ihr müsst verzeihen. So, hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Oh, jetzt wird wieder dunkel. Bitte nochmal Fackel. Jawohl. Mysteriös, mysteriös. Oder sie meint wirklich diesen Altar hier. Wir können aber mit dem Altar nicht interagieren. Und wo soll bitte denn da... tschö. Wo soll hier irgendwas fehlen? Es sei denn, man erkennt nichts dran. Ganz in der Nähe. Okay, wo sind wir noch nicht gewesen? Da hatten wir ein Fass, da hatten wir ein Fass. Hier war gar nichts, ne? Nee. Aber wir brauchen unbedingt noch... Noch 2 Seiten fehlen uns, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Herrlich. Ja, da liegt... Da hier. Hier liegen Schriftstücke. Da können wir nicht hin, da können wir nicht hin. Da haben wir auch nichts. Da liegt eine Seite. Sehr schön. 4 von 4, okay. Beförderung zum Paladin. Findet die Hinweise der vermissten Reliquie. Blutbefleckte Seite 4 von 4. Die Kreatur ist wiedergekommen. Das widerliche, verdrehte Zerrbild eines Menschen. Und aus dem Keller kommen noch viel mehr. Oh, hier steht es sogar. Epi ist tot. Aber nicht verschwunden. Ich habe sie über dem Bett der Kinder schweben sehen. Eieiei, das Gespenst hat Sibyl und Oles im Schlaf gestört. Sie haben sich in den Reihen der Untoten Widernatürlichkeiten angeschlossen. Die an diesem Drachen verwünschten Ort spuken. Okay, jetzt haben wir alle Seiten. Das ist schön, dass wir alle Seiten haben. Müssen wir uns nochmal mit ihr unterhalten, wenn wir alle Seiten haben? Oder wie sieht's jetzt aus? Nein. Und ich will dich immer noch nicht hauen. Ich meine, natürlich könnten wir sie umhauen, aber sie möchte etwas von uns. Und ich glaube, das, was sie möchte, das besitzen wir schon die ganze Zeit bei uns. Wo ist dieser Altar? Hier war ja der End... Genau. Hier war ein böser. Da dürfen wir nicht entlang. Ein Altar ganz in der Nähe. Verdammt nochmal. Bin ich wirklich so blind? Oder funktioniert es einfach nicht? Wir waren jetzt eigentlich in jedem Raum, ne? Wir können jetzt noch weiter im Kreis rumlaufen, oder? Wo soll bitte der Altar sein?
Ganz in der Nähe. Sie meint bestimmt hier. Den hier. Aber warum kann ich damit nichts machen? Ja. Hebt einen unstofflichen Arm und zeigt auf einen Steinaltar in der Nähe. Ein kreisförmiges Loch ist in eine Seite gemeißelt. Ihr begreift, dass etwas daran fehlt. Der Geist nickt bedächtig. In die Seite gemeißelt? Nein, jetzt nicht. Ja, das kann doch nicht sein. Bin ich wirklich so blind? Achso, ich dachte, da unten wäre gerade noch eine Schatztruhe. Gut, dann müssen wir uns halt einfach noch weiter in Ruhe umgucken.